Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play South Park, The Stick of Truth, der Stab der Wahrheit, Folge 9. So, in dieser Folge haben wir eine neue Quest bekommen, die da lautet, den Schweinebärmann zu finden. Nein, die ist nicht neu, leider Gottes. Das ist immer noch eine alte Quest, allerdings sind wir gerade eben, so wie man das vielleicht in einem Pyjama sieht, aus dem Raumschiff der Aliens entkommen, die uns versucht haben, eine Analsonde einzusetzen, beziehungsweise sie haben es, glaube ich, geschafft. Da ist sie auch. Ich kann sie mal ausfahren. Guten Tag, Analsonde. Wie geht's? Hallo! Und, das Raumschiff ist abgestürzt. Die Trümmerteile wurden über der Stadt verteilt. Und ich denke, wir müssen uns jetzt mal dahin bewegen und mal gucken, wie die Bewohner des Hausparks darauf reagieren. Ich kann sogar die Aliensonde als Waffe benutzen, sehe ich gerade. Macht auch deutlich mehr Schaden als unser Faustmesser. Aber ich habe keine Lust darauf, eine Analsonde als Waffe einzusetzen. Ich finde das nicht so stylisch. Gehen wir mal raus. Was haben wir hier noch so drin? Können wir endlich mal wieder was Neues looten? Okay. Mal das Elternschlafzimmer eben ausnehmen. Bisschen Geld einsacken. Und dann können wir mal eben kurz gucken, welche Aufwertung jetzt verfügbar ist. Fähigkeiten. Da sind wir. Und wir können das Exekutieren aufwerten. Das mache ich mal. Level 2. Dann macht es mir Schaden. Dann gehen wir nochmal eine Wurst legen. Wir haben nämlich keine mehr im Inventar. So ein Kackklumpen ist ja schon ziemlich cool. Da müssen wir eben kurz S-Hämmern. Ja, das hat gereicht. Ne, das hat nicht gereicht. Reicht zu langsam. Auf ein neues. Das hat gereicht. Nehmen wir uns einen Klumpen Scheiße mit. Der ist immer praktisch. Jeder sollte einen in der Tasche haben. Und dann gehen wir mal runter. Gucken, was unsere Eltern sagen. Die sind seltsamerweise weg. Oh mein Gott! They came out of nowhere. There was a huge earthquake and then there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the Drow Elves once and for all! Fucking cheaters. Okay. Jetzt sollen wir zu den Goths. Zu den Goths an der Schule. Da waren wir zwischendurch schon mal, scheinbar Wikinger zu sein. Okay. Ja, die sollen wir jetzt rekrutieren. Ich guck mal kurz, ob wir nicht eventuell ein anderes Kleidungsstück bei uns haben, weil den Pyjama muss ich nicht unbedingt tragen. Okay. Fühlt sich wie ein Push-Up-BH für deinen Schließmuskel an. Ich würde sagen, dann können wir eher die Druidenrobe tragen. Wobei ich schon lieber bei der Diebesausrüstung bleibe. Ich finde diesen Bluteneffekt schon ziemlich cool. Krücke der Schwachen. Ja, ich nehme dann mal die Aliensonde als Waffe. Und rüste dann nochmal ein paar Handschuhe aus. Das haben wir nämlich auch nicht. Nehmen wir die Waldelfenhandschuhe. Und haben hier einen Alufolienhut.
6 Rüstung, minus 25% Schaden durch Aliens. Dann nehmen wir mal wieder die Diebeskutte. Okay. Und auf in den Kampf. I was just come over to see if, well, if you wanted to come play with us again. So, wir haben wieder eine neue Nachricht erhalten. In der letzten Folge musste ich ganz abrupt abbrechen wegen eines Telefonanrufes. Wir können das jetzt mal eben kurz durchgehen. Tweak hat geschrieben, ein Verschwörungsartikel. Woher weißt du, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte. Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweiht? Aha, das war dann ein kurzer Vermerk an sich wahrscheinlich. Craig ist Single, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesehen. Mr. Marsh hat uns einen Hinweis gegeben, wie wir aus dem Raumschiff entkommen können. Hat sich dann bedankt, dass wir ihn gerettet haben. Und die Nachricht von Butters haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Die hier ist neu, die oberste. Hey, wenn 20 Leute mit diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Ja, das klingt doch nach der klassischen Schneeball-Mail. So, Butters hat sich uns wieder angeschlossen. Wir sollen jetzt zur Schule. Okay, dann gehen wir mal zum Timmy Express. Die nächste Haltestelle ist, ich glaube, vor Cartmans Haus. Oh, hier ist mal so ein Bruchteil. Des Raumschiffs runtergefallen. Hier haben wir noch einen Teil des Raumschiffs. Die Timmy-Fahne ist genau hinter Cartmans Haus. Müssen wir mal kurz durchgehen, Richtung Cooper Keep. Cooper Keep Castle. Mit der Analsonde in der Hand. Auf geht's. Wer bist du? I've had my problems raising Eric, but somehow he always forgives me. So, wir wollen Richtung Schule. Die Schule ist hier hinten. Timmy! Und dann müssen wir in den Hinterhof. Da waren wir ja schon mal durch Zufall. Jetzt haben wir auch ein genaues Ziel. Jetzt kommt wieder diese Kackmusik. Hey, ihr Spocken. Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then, maybe, we'll consider hanging out with you. So, wir haben eine neue Quest bekommen. Und müssen uns jetzt, denke ich mal, so einkleiden wie... die Goth. Die Goth. Kaufe eine Goth-Mütze und setze sie auf. Kaufe ein paar Goth-Handschuhe und zieh sie an. Kaufe ein Goth-Outfit und lege es an. Schwarzer Kaffee ist ziemlich Goth. Kaufe etwas... dunkle Rüstung. Können wir nochmal dunkle Rüstung kaufen. Sind da ein paar Zigaretten. Kaufe Gothkleidung. Wo kaufen wir denn Gothkleidung? Okay, Gothkleidung. Da können wir Zigaretten kaufen. In Timbos Gunstore. Dann schauen wir doch mal. Geil, Asshole! Verpiss dich. Kannst du eine Analsonde fressen? Boah, die haut rein, ey. Hast du Spaß?
sniff around. Guck nicht. Frisst die Analsonde. What kind of monster are you? Nicker Monster. Stimmt, wir können hier noch ein bisschen Geld abgrasen. 20 Cent. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Get lost, kid. We'll take your stupid hair and leave hair and. Gib mir deine scheiß Zigaretten. Ah, shit. When are we gonna catch a break? Was sind das denn für Spasten? Okay, ich weiß nicht, was die können. Rauchender Schurke und noch ein rauchender Schurke nehme ich mal an. Dann meucheln wir mal den rauchenden Schurken mit der komischen Frisur. Komischerweise sein eigenes Foto auf dem T-Shirt hat. Nee, halt eine Nein, ich hab mich verrückt. Nein. Butters, du dämlicher Idiot. Ah, Butters hat eine neue Fähigkeit bekommen. Professor Chaos. Butters verwandelt sich in den bösen Professor Chaos und entfesselt einen zufälligen verheerenden Angriff. Okay, dann machen wir mal unseren Move. Das war ja gar nichts, aber das Schild ist nicht schlecht, nehme ich mal an. So. Die Angriffe wurden von dem Schild pariert. Dann nehmen wir mal unsere Exekutieren-Fähigkeit. Ab in die Luft und... ordentlich rein. Butters könnte man einen Mana-Trank nehmen. Starling won't save you. So, dann kann er gleich nochmal eine Fähigkeit zünden. Und zwar den Kettenblitz. Feel my righteous fury. So, da haben wir diesen einen komischen Braunschopf schon verraten. Angriff pariert. Dann kriegt er jetzt mal unsere Analsonde ins Gesicht. Verpiss dich. Und Butters gibt dem noch eine Keule auf den Kopf. Was natürlich ein Hammer ist, klar, das liegt auf der Hand. Oder in der Hand. So, von denen haben wir Zigaretten bekommen. Cool, cool. Somit haben wir schon mal einen Gegenstand gefunden, den wir brauchen, um die Ghosts zu beeindrucken. Dann gucken wir mal, wo uns der wo die nächste Station für die Quest ist. Da kriegen wir den Kaffee her. Okay, dann zurück zur Timmy-Haltestelle. So, dann gucken wir mal, wo der nächste Punkt ist. Hier. Ist hier nicht auch irgendetwas, was wir noch brauchen? Kauf ein Goss-Outfit und ein paar Goss-Handschuhe. Okay, hier. Beim Self-Storage. Bestimmt hier bei ihm, ja. Oder komme ich hier durch? Nee. I'll give you a good price. Das freut mich. Ich brauche Ausrüstung. Ich brauche hier so ein Kostüm. Ich brauche so eine Mütze. Und Handschuhe brauche ich auch noch. Dankeschön. Kommen jetzt mal die Hinweise, dass ich das richtig gemacht habe, oder? Nö. Dann eben nicht.
Achso, ich soll die noch anlegen, ne? Stimmt, wahrscheinlich kommen dann erst die Hinweise. So, eine Mütze und ein paar Handschuhe. Schickimicki. Sehe ich aus wie ein Kleinkrimineller mit einer Analsonde in der Hand. Kann ich die Bank hier umfurzen? Nee. Kann ich das mit der Analsonde machen? Hey. Bisse. Guten Tag, ich möchte Kaffee kaufen. Guten Tag, schwarzen Kaffee bitte. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's ja. Fresh. Gib mir ein bisschen Crack oder Crystal Meth. Was soll ich denn noch gleich kaufen? Dunkle Rüstung. Okay, dankeschön. Tschüss. Oh, hier sucht jemand Stress. Und warum laufe ich die ganze Zeit gegen die Tür? Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight. But I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. Leck mich, ich kämpfe. There is no way you can win and fighting us will be a complete waste of time. Are you sure you want to fight? Ja, natürlich kämpfe ich. Okay, let's get this over with. Why can't you just leave us alone? Bogenschützen mach ich ja. Und dem da vorne schmeißen wir einen Kacklumpen ins Gesicht, weil die meinten, das sei Zeitverschwendung gegen sie zu kämpfen. Friss Kacke. Und den Hammer. Zu früh gedrückt, aber nicht weiter tragisch. So, der Bogen ist jetzt schon mal hinüber. I'm gonna mess you up, dude. Oder auch nicht. In your face. Okay, der geht auf Kopf. That wasn't so bad. Wir heilen kurz Butters. Und exekutieren dann den Priester. Das hat leider Gottes noch nicht gereicht. I got your back, yo. Ich habe mich schon wieder verklickt. Warum mache ich denn die ganze Zeit immer heilende Berührung? Kann ich trotzdem noch die Fähigkeit ausführen? Jawohl, okay. Professor Chaos. Können wir gerne mal heilen, Butters. Wir sollten aber mal einen Mana-Trank nehmen. Einen Machttrank. Analsonde in den Arsch. You want some of this? Passt sehr gut. Butters kann uns mal kurz heilen. Und dann nochmal mit dem Hammer zuschlagen. Ja, wo hört er jetzt sein Schild wieder? Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. This elf is gonna fuck you up.
geht schon mit auf Kopf. Alter, das tat weh. So, wir müssen uns mal kurz heilen. Einen Heiltrank nehmen, um den, diesen, Debuff da zu entfernen. Stop digging around. Könnten dann mal den Bogenschützen machen. So, der ist hinüber. Und Butters muss ich jetzt mal selber heilen, indem er einen großen Heiltrank nimmt. Nom, nom. Können nur den Schildträger angreifen, weil der andere auf den Heiltrank geht. Nein, schon wieder zu früh. Ich bin so ein Trottel. Das war gut. Okay, wir setzen einen Tempotrank ein. Um zweimal angreifen zu können. Und schießen mit dem Lasergewehr auf diesen Schwertkämpfer. Mach mal eben des anderen Typen Schild kaputt. I'm gonna mess you up, dude. Suck on this. Oh, 9 HP, das wird knapp. Yeah, that's it, little buddy. Dann nehmen wir mal einen großen Machttank. Und können mal eben diesen Typen da oben exekutieren. Mit 14 HP überlebt er, oder was? Wird er zu früh geblockt. Jetzt werde ich wahrscheinlich getötet. Nee, Butters kriegt richtig einen auf den Sack. Fick dich. I got your back, yo. So, dann heilen wir uns mal und jetzt stehen wir allerdings ziemlich doof da. Zumal der Typ die ganze Zeit auf Kontern geht, dann wechseln wir mal den Begleiter auf Princess Kenny. Oh, Hamburger! Gut, den können wir dann jetzt nochmal angreifen. Kenny Fähigkeiten einsetzen? Ja. Sehr gut. Einhornansturm. Kenny reitet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Probieren wir es einfach mal aus. Oh. Okay, so geht's auch. We tried to warn you, it was useless, but you just had to go and try and fight. Let's go. Ey, du Ficker. Was ist er denn für ein Hurensohn? Natürlich wird der Schwarze wieder abgeführt hier. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something.
You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Mach doch. Leck mich am Arsch, Alter. I am sending our best ranger to help guide you. The Bard is also at your disposal now. Hab ich jetzt... Warum wechsle ich denn jetzt die Seite? Warum fragt mich denn überhaupt gar keiner? Alabama Man. Antonio Banderas Liebespuppe. Ja, kann ich die einsetzen? Scheinbar nicht. Aber ich habe doch eine ganz andere Quest. Ich soll doch die scheiß Gottes zurückholen. Don't let Cartman use you. Fick dich. Ah, spit. Fick dich. Fick dich. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Nein, du bist ja auch blöd. Du scheiß Kackspast. So, dann machen wir das Lager noch hier leer. Dings da aktivieren. Keep out. Kann ich nicht rein. Kann ich irgendwie hier hoch? Auf diesen Aussichtsposten? Ja. Hier hoch bitte. Dankeschön. Guten Tag, ich möchte das Zelt. Nehme ich alles mit. No tricks, human. Oh, jeez! Hier oben ist nichts, was Interessantes. Ist nur wieder eine Aufwertung für uns verfügbar. Die könnten wir uns mal kurz angucken. Wir sollten mal das exekutieren. Das finde ich ziemlich cool. Das level ich jetzt erstmal hoch. Wobei es auch, denke ich mal, schlau gewesen wäre, einfach das Mäulchen jetzt zu maxen, aber das kann ich immer noch tun. Ja, mal hier, guten Tag. Any ally of the Elf King is an ally of mine. And my shop is open to you. Nett, dankeschön. Eine Elfenklinge. Oh, die macht guten Schaden. Die kaufe ich mir. So. Dann rüste ich die auch mal aus. Schick. Die gefällt mir. What's your problem? Was mein Problem ist? Du fragst mich, was mein Problem ist? Ich weiß es nicht. Ah, ich habe hier so ein neues Dings gefunden. Wo kann ich das nochmal auswählen? Da gab es doch irgendwie so ein komisches Steinzeugs. Ich kann die Waffe ändern, genau, und kann da jetzt. Etwas Neues dran basteln. Entzieht Leben. Kleine Nadel. Level 7. Perfekten Angriff, 25 Feuerschaden. 25 Frostschaden. Nehmen wir doch mal den Feuerschaden. So eine brennende Klinge, wie geil ist das denn, Alter? Guten Tag. Was haben wir denn hier so? I guess that's cool. Wir haben die Unterhosen-Quest komplett. Chewbacca, guten Tag. Und Basketball, schön. Sonst haben wir nix, was haben wir hier? So Club of the Broken Blade. Frederick Dixon. WTF. Schon da The Hardy Boys? The Hardly Boys. WTF. Das ist schon Pokémon. Scheinbar nicht. Wir haben den Broslowski-Garagenschlüssel. Können hier auch nichts kaputt schießen.
Und sind dann auch schon wieder raus. Sollen wir noch eine Wurst legen? Wir legen eine Wurst. Akne. Wir haben Akne aufgesammelt. Und gehen jetzt erstmal einen Wurst legen. Dude, at least light a match. Damit wir wieder einen Klumpen Scheiße bei uns haben. Müssen wir denn jetzt immer noch weiter die Goss rekrutieren? Klappe. Schauen wir doch mal, was die Quests sagen. Wir sollen immer noch zu den Goss gehen. Okay. Ist so die Frage, ob das jetzt auch mit Stan klappt. Also wenn der an unserer Seite ist, können wir jetzt auch nach Cooper Keep rein? Mit Stan? Das kann ich mir nicht vorstellen. Probieren es denn noch aus. I think I'll make things easy and just hang. So, da sind wir wieder an der Schule angekommen. Guten Tag. Oh, Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Okay, dann machen wir das mal. Verstoßen wir gegen die Sitten der Gesellschaft. Lasst uns böse sein. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Gehe zum Elternrat und klebe ein Beleidigungsschild auf dessen Tisch. Wo ist denn der Elternrat, meine Freunde? Hallo, Elternrat. Ach so, der ist direkt im Gebäude nebenan. Auf geht's, Freunde der Flammenschwerter. Butter's got a horrible snuggie over there. Taco Bell. In there. Can you believe I'll wait it out. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Let's go! Come on! Taco Bell, Taco Bell. Guten Tag, ich möchte das Schild hier anbringen. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. ETF, was ist jetzt los? Ich will dieses Schild da anbringen, du Kackspaß. Ich will nicht mit dir auf Toilette gehen. Alter. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean.
come at me. Try and fart on me. Come on. Okay. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Please, man. Ach, im Abwechsel. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Hi, cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Wer kennt ihn nicht? Ow. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Awesome. Undisciplined. Even a child could block that fart. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Halten. Achso, dann einfach nur so einstellen. Und rechts klicken. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Okay. Halten. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Okay. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kinga! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. So, jetzt dürfen wir uns sogar noch den Elternproblemen annehmen. Schlage auf die Baustelle von Taco Bell. Okay. In der nächsten Folge werden wir uns dann auf die Baustelle von Taco Bell bewegen. Und mal schauen, was da so abgeht, was da so Sache ist, so wie Randy Marshall das jetzt von uns möchte. Unser großer Furzmeister. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.